Herzlich willkommen zu unserem Kurs GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz. Wir hatten uns das letzte Mal den Konstruktor von der Combo Box angesehen und diesmal wollen wir oder zeige ich euch, wie man die Auswahl abfragt. So, dazu kommt, gehen wir in unser kleines Programm hinein. So, um das ein bisschen übersichtlicher zu machen, lösche ich das jetzt hier mal. Bisschen kürzeren Befehl hier oben und dasselbe, was wir hier gemacht haben mit dem Bind für unseren Eingabefeld, machen wir jetzt auch mit unserer Combo-Box. Ich schreibe rein cb.bind, öffne die Klammer und dann setze ich den Befehl oder das Event, auf das der reagieren soll, setze ich in Anführungsstriche, das heißt, ich übergebe einen String. Und wenn in der Combo-Box ein Element ausgewählt worden ist, dann gebe ich Folgendes ein. Einmal ein doppeltes kleiner Als-Zeichen. Das muss doppelt sein, sonst funktioniert das nicht. Dann Combo-Box. Ups, oder Combo-Box. Selected und dann ein doppeltes größer als Zeichen Anführungsstriche zu. Bitte beachtet, dass das Selected groß geschrieben wird. So. Und danach gebe ich dann den Befehl ein, den ich noch definieren muss, der dann aufgerufen wird. So. Und das mache ich hier oben. Ich schreibe def give selection und auch hier muss ich wieder ein Event übergeben, und sonst gibt er mir eine Fehlermeldung hinaus und dann schreibe ich dort einfach hinein. Na, ich möchte das jetzt auf dem in dem Textfeld ausgeben lassen und mache Insert und dann an der entsprechenden Stelle, wo ich gerade am Eingeben bin, soll der mir das hineinsetzen. So. Und jetzt möchte ich, jetzt kann ich das so machen, cb.get, damit holt er mir das ausgewählte Element raus, also nicht die ganze Liste, sondern nur das ausgewählte Element. So. Das kann ich machen. Ich möchte jetzt aber noch ein Leerzeichen davor und dahinter setzen. Und das kann ich hier einfach durch ein Plus und dann eben einen String mit dem Leerzeichen machen. Um das ein bisschen übersichtlicher zu machen, das müsste ich jetzt nicht machen, setze ich mir das Ganze nochmal in Klammern, damit man dann weiß, oder dass das zusammengehört. Gut, also das kann ich machen so und damit sind wir auch schon fertig. Ich gebe einen Return. So, und jetzt jedes Mal, wenn ich etwas wenn ich ein Listenelement auswähle oder ein Element aus der Combo-Box, dann bringt er mir das auch auf den Bildschirm und zwar an der Stelle, wo der Cursor steht im Textfeld. Das zeige ich euch jetzt. Ich speichere das Ganze ab. Und super, ich habe keinen Fehler gemacht beim Abtippen. So, am Anfang, wenn ich das Textfeld aufrufe, steht der Cursor ganz am Ende. Und ich sage jetzt mal Mücke. Jetzt gibt er mir dort Mücke aus. Und ich sage Hahn. Und rückt dann jedes Mal auch mit dem Insert weiter ans Ende. Aber ich kann zum Beispiel, ich bin der erste Löwe, kann ich das hier eingeben. Jetzt seht ihr, ist das hier erschienen. So, ich kann das Ganze auch noch hier eingeben und sagen Strauß. Oder ich kann das Ganze an den Anfang setzen und dort. Und damit haben wir das Listenelement abgefragt. Das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen wieder so ein Vorführbeispiel.
Und ihr könnt in die entsprechende Funktion könnt ihr dann etwas Sinnvolles reinschreiben, ne? Also hier, statt einfach nur diesen Text auszugeben. Aber es ist eine Möglichkeit, um sich nochmal so eine Listenauswahl zu machen. Ein bisschen anders als die Listbox, wie ich finde, auch angenehmer als die Listbox. Deshalb habe ich euch das jetzt gezeigt. Gut, so, jetzt wisst ihr, wie man einen Auswahlbefehl an die List, an die Combo-Box bindet und wie man dazu dann eine Methode schreibt. So, und damit sind wir auch schon fertig, erstmal mit unserer Combo-Box. Wie gesagt, ich musste eine Auswahl treffen, das musste ich bei allen Widgets machen. So, es gibt dort noch eine ganze Menge mehr. Falls ihr Fragen dazu habt, schreibt die mir unten in die Kommentare hinein. Und falls ihr wissen wollt, funktioniert das, geht das, wie kann ich das machen, fragt nach. So, und ich werde versuchen, das so schnell wie möglich zu beantworten. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.